Karfreitag war für die Jünger eine Katastrophe. Noch gestern haben sie mit Jesus denn das letzte Abendmahl gefeiert. Sie wussten nicht, dass es das letzte wird, aber es war für sie eine beeindruckende Feier, wo Jesus ihnen auch etwas hinterlassen hat, was sie durch das Leben tragen würde, also sein Leib und sein Blut in Form der Eucharistie, wo er ihnen die Füße gewaschen hat, sich zu ihnen niedergebeugt hat und ihnen gezeigt hat, was es bedeutet, dieses Gebot zu erfüllen, liebt einander. Und heute ändert sich alles schlagartig. Und dieser große Einschnitt in das Leben der Jünger findet auch seinen Ausdruck in der Liturgie. Nur wir müssen nicht so tun, als ob wir die ersten Jünger wären, als ob wir nicht wüssten, dass Ostern kommt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber trotzdem, diese Liturgie des Karfreitags, Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, so heißt sie, gibt auch einen Einblick in das, wie die Jünger sich damals gefühlt haben. Also wenn man die Liturgie genau anschaut, das sind so verschiedene Dinge, die so auch ein bisschen Eindruck machen, als ob sie zusammengewürfelt wären, ohne irgendeinen größeren Plan, die miteinander nicht besonders viel zu tun haben. Und ein bisschen so ist es, weil am Karfreitag zeigt sich diese völlige Hilflosigkeit, die schon am grünen Donnerstag angedeutet wurde, wie der Altar abgedeckt wurde, also nach der ganzen Feier. Und die Liturgie besteht aus drei Teilen. Es gibt einen Wortgottesdienst, die Kreuzesverehrung, das ist die zentrale Sache heute, und die Kommunion. Und bevor das Ganze beginnt, kommt der Priester mit seiner Assistenz in die Kirche hinein. Und es ist auch so, dass es keine Messe ist. Die Kirche feiert weder heute noch morgen eine Messe. Es gibt keine Ausnahmen. Also da wird keine Messe gefeiert. Und weil am Gründonnerstag die heilige Messe mit dem Kreuzzeichen angefangen hat, aber ohne Segen, ohne Abschluss aufgehört hat, beginnt auch die heutige Liturgie ohne Kreuzzeichen und sie wird auch ohne Segen enden. So, der Priester zieht ein mit seiner Assistenz, also vielleicht mit anderen Priestern, wenn mehrere dabei sind, und mit den Ministranten, Lektoren und wer noch bei der Messe assistiert halt, also hilft, sie zu zelebrieren. Also es ist keine Messe. Ihr merkt, wie sehr man in diesem katholischen auch sitzt, dass alles, was wir in der Kirche feiern, irgendwie Messe ist. Aber für die Liturgie sieht es so aus, dass sie von hinten einziehen. Und da man ohne Kreuzzeichen das Ganze beginnt, ist es ein bisschen bestürzend, weil man weiß nicht, was man tun soll, wie man beginnen soll, wie soll man solche Feier beginnen, in der wir das Leiden und das Sterben Jesu zum Ausdruck bringen sollen. Und das Einzige, was einem eigentlich übrig bleibt, ist das, was der Priester macht, also stellvertretend für das ganze Volk, das mitfeiert. Er wirft sich auf den Boden und bleibt liegen. Die Menschen, die mitfeiern, sind auch dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Aber es ist ein bisschen kompliziert, wenn sich alle hinlegen würden, also auf den Boden werfen würden, mit dem Gesicht zu Boden. Deswegen werden alle eingeladen, sich niederzuknien und in Stille zu verweilen. Nach einer Zeit der Stille, kürzeren oder längeren, stehen wieder alle auf und der Priester geht dann zum Altar oder zum dem Ort, wo er
diese Feier beginnt und spricht gleich das Tagesgebet, also die Kollekte. Und danach beginnt schon der eigentliche Gottesdienst. Und heute wird die Johannespassion gelesen. Das ist die längste Passion. Deswegen darf man sich normal niedersitzen. Man muss an einem Moment aufstehen. Dann kniet man sich nieder, wenn der Moment über das Sterben Jesu gelesen wird. Und nach einer kurzen Zeit der Stille steht man wieder auf bis zum Ende des Evangeliums. Das ist ein bisschen so liturgische Gymnastik, aber sie bringt auch etwas zum Ausdruck. Man kann auch das ganze Evangelium über stehen bleiben, es dauert aber ziemlich lange, bis es gelesen wird. Das Johannesevangelium ist ein besonderes Evangelium, weil es viel, viel später vom Johannes geschrieben wurde als die anderen drei Evangelien. Die anderen drei Evangelisten geben viel mehr Fakten dem Leser irgendwie in die Hand. Sie erzählen die Begebenheiten. Bei Johannes ist es auch so, aber ihm sind diese Fakten nicht so wichtig. Also nicht, dass er irgendwelche Fakten verdrehen würde, aber diese irgendwie geschichtliche Darstellung dessen, was damals passiert ist, steht nicht im Vordergrund. Johannes hatte eben etliche Jahrzehnte, um sich zu überlegen, was da passiert ist. Und deswegen ist die Johannespassion auch sehr, sehr überlegt, sehr theologisch. Da gibt es sehr viele Zeichen, die einfach erklären, was mit Jesus dort passiert. Und wenn man sich die Passion nach Johannes genau anschaut, erinnert es an eine Krönung oder Amtseinführung eines Königs, eines Herrschers. Da gibt es alle Elemente, die bei so einer Feier eigentlich vorkommen. Wenn man einfach das Ganze hinliest, dieses Hinführen zu den Ältesten, zu Pilatus, also zu den anderen Mächtigen, das Vorstellen, wo er auch als König dann bezeichnet wird, dann bei seinem Leiden, kurz nach der Verurteilung, also nach der Akklamation, dass er König ist, König der Juden, wird ihm ein Mantel überreicht, eine Krone aus Dornen, sogar ein Herrscherstab. Es ist alles verdreht, verspottet, höhnisch, was mit Jesus passiert. Aber das ist eigentlich seine Krönung. Er wird auch dann auch irgendwie bejubelt, aber der Jubel sieht ganz anders aus, als er aussehen sollte. Er wird bespuckt und verhöhnt. Und dann nimmt er seine Krone, und die Krone eigentlich, die eigentliche Krone, die Jesus nimmt, ist sein Kreuz, und trägt es zum Ort, von dem er aus herrschen wird. Zu Golgotha, zu dem Berg, der erhöht ist. Und dort wird er wirklich gekrönt. Dort besteigt er seinen Thron, das Kreuz, von dem er herrscht. Das ist von Johannes so konzipiert. Und wenn dieses Evangelium gelesen wird, wird uns vor Augen nicht der leidende Jesus gestellt und all die Gräueltaten, die mit ihm passiert sind, sondern vielmehr der Herrscher der Welt. Jesus ist der Herrscher der Welt. Vom Kreuz herrscht er über diese Welt. Und das sollte man auch nicht vergessen, wenn man die Passion hört in der Kirche, besonders am Karfreitag. Weil wir wissen, was mit Jesus danach passiert ist, nachdem er gestorben ist. Er ist von den Toten auferstanden. Wir haben eine andere Perspektive. Wir müssen nicht so tun, als ob wir nicht wüssten, was da
los ist, was am nächsten Tag geschehen wird. Aber wir tauchen in dieses Geschehen mit einem tieferen Verständnis. Und deswegen bei diesem Johannesevangelium ist es wichtig zu wissen und zu verstehen, es geht da um eine Krönung eines Königs, der sein Amt übernimmt. Es geschieht, wie gesagt, auf eine spöttische, verdrehte Art und Weise, aber es ist doch eine Krönung. Gleich an, also danach gibt es eine Predigt, längere oder kürzere, und es schließt sich etwas an, was wir in jeder Messe zum Beispiel haben, sind die Fürbitten. Die sind aber anders als bei anderen Feiern. Die werden nicht selber geschrieben, die sind vorgegeben und das sind die großen Fürbitten, so heißen sie auch. Es sind 10 an Stück und wenn es nur möglich wird, werden sie gesungen. Und diese Fürbitten zeigen auch den Herrscherbereich Jesu, wo er als König herrscht, was sein Eigentum ist. Und sie sind logisch gestaltet. Nicht nach der Wichtigkeit, dass die erste die wichtigste ist und die letzte am wenigsten wichtige oder umgekehrt, sondern einfach logisch gestaltet. Wir gehen sozusagen, darf man aber nicht falsch verstehen, vom Zentrum der Kirche und wie konzentrische Kreise gehen wir immer weiter. Und wir beginnen selbstverständlich mit dem Papst, dann mit den Bischöfen, Priestern, Diakonen, allen, die einen Dienst in der Kirche verrichten, mit allen Glaubenden, dann mit allen, die an Christus glauben, mit allen, die an einen Gott glauben, dann mit den Atheisten und so weiter. Und am Ende sind wir bei allen Menschen, die irgendwie leiden, die sind auch im Herrscherbereich Jesu. Und ich habe gesagt, es ist wie konzentrische Kreise, wir gehen vom Zentrum nach außen und als Erster ist Papst. Und das heißt nicht, dass der Papst im Zentrum der Kirche steht, aber das ist einfach dieser logische Aufbau. Wir beginnen im Kleinen, was uns gleich ins Auge fällt und dann weiter, weitet sich der Blick, um die ganze Welt zu umfassen. Bei diesen Fürbitten ist es auch so, dass zuerst wird Fürbitte selbst vorgetragen, dann ruft der Diakon dazu auf, sich niederzuknien und in diesem Anliegen zu beten. Also zuerst wird dann das Anliegen dargestellt, dann dieser Aufruf, kniet euch nieder, und da wird gebetet für dieses Anliegen, das dargestellt wurde. Und nach einer Zeit der Stille stehen wieder alle auf und der Priester betet dann noch ein Gebet, das Gebet, stille Gebet des Volkes abschließt, zum Ausdruck bringt. Und das scheint auch so, als ob es eine liturgische Gymnastik wäre. Aber wenn man es bewusst macht, dass da zuerst uns in die Erinnerung gerufen wird, warum wir jetzt beten, wofür wir beten, für welche Menschen wir beten, und man sich dann niederkniet und in diesem Anliegen betet und dann wieder aufsteht und den Priester das abschließen lässt, ist es eine wunderbare Art und Weise des Betens. Es ist mühsam, aber es lohnt sich. Das ist der Abschluss der Wortliturgie. Danach, wie wir schon gehört haben, nach der Geschichte von der Krönung Jesu, von der Erhöhung Jesu, sehen wir seine Krone, seinen Thron, den Altar, auf dem er geopfert wurde. Das Kreuz wird uns zur Verehrung dargestellt. Und es gibt zwei Arten, wie man das machen kann. Entweder wird vorne das Kreuz enthüllt, also schrittweise, oder es wird von hinten eingetragen und auch dem Volk gezeigt. Und dieser Ritus ist auch ein bisschen verwirrend, weil ja, also es scheint so, als wenn man es dem Volk zeigt, das Kreuz, und
einen Teil enthüllt und man sieht die rechte oder linke Hand. Und man muss nicht so tun, als ob es spannend wäre. Was werden wir da sehen? Wir wissen, was da auf diesem Kreuz ist, dass Jesus auf ihm gestorben ist. Diese Enthüllung des Kreuzes ist ein sehr alter Ritus und hat einen ganz einfachen Sinn. Normalerweise in den Kirchen wird das Kreuz am fünften Sonntag der Fastenzeit verhüllt. Und die letzten zwei Wochen der Fastenzeit sieht man das Kreuz in der Kirche eigentlich nicht. Der Grund dafür ist, dass bis ins Mittelalter alle Kreuze in der Kirche anders gestaltet waren, als wir es kennen. Jesus war auf dem Kreuz immer aufrecht dargestellt, manchmal sogar in priesterlichen Gewändern, immer strahlend und manchmal sogar lächelnd. Und wenn man die letzten zwei Wochen der Fastenzeit feiert und immer vor sich seinen lächelnden Jesus sieht, ist es ein bisschen schwierig, in dieses Geschehen einzutauchen. Deswegen wurden diese Kreuze verhüllt. Noch dazu, bis ins Mittelalter war das Kreuz in der Kirche das wichtigste Element. Und deswegen waren die Kreuze sehr prunkvoll, mit kostbaren Steinen besetzt, in Gold gemacht. Und das lenkt einfach ein bisschen ab. Deswegen wurden diese Kreuze enthüllt. Diese Darstellung des leidenden Jesus, das kam erst später, nach dem Mittelalter. Deswegen ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, worum es hier geht. Aber dieser Ritus besteht einfach darin, dass dem Volk das Kreuz präsentiert wird, gezeigt wird, dass Jesus den Menschen gezeigt wird, wie er gestorben ist. Und das ist das Zeichen unserer Erlösung, wie es auch in der Bibel so steht. Und das Kreuz steht wirklich in der Mitte heute, in der Mitte der ganzen Liturgie und sollte auch die Mitte unserer Aufmerksamkeit sein. Und das ist das Wichtigste, dass man dann zum Grab geht und mit Jesus auch im Gebet verweilt. Das ist alles schön und nett, aber das Kreuz ist das Wichtigste. Und auch wenn heute ein Kreuzweg gefeiert wird in den meisten Gemeinden, ist es nicht das Wichtigste. Weil das Zentrale, was wir feiern, geschieht in dieser Liturgie, in der Kirche. Und das Kreuz wird verehrt auf eine einfache Art und Weise. Wenn in der Kirche nicht so viele Leute sind, dann kann jeder Einzelne auch das Kreuz verehren. Man kommt nach vorne, kniet sich, macht eine Kniebeuge, man kann dann nicht wirklich länger beten und geht dann wieder auf seinen eigenen Platz, sonst würde das Ganze ewig dauern. Und das ist auch meine Einladung, nach der Liturgie einfach in der Kirche ein bisschen zu bleiben, vor diesem Kreuz. Und du musst nichts beten, du musst keine großen Worte machen, sondern wirklich dieses Kreuz nur anschauen. Und das ist eigentlich das Einzige, was man heute am Gebet machen kann und sollte. Nach der Kreuzverehrung wird das Allerheiligste geholt. Der Altar wird mit irgendeinem Tuch gedeckt. Also es ist nicht so wichtig, mit was. Also, aber die Eucharistie ist kostbar, deswegen irgendein einfaches Tuch wird drüber gelegt. In einem sehr einfachen Ritus wird die Kommunion ausgeteilt. Früher hieß diese Feier Messe aus vorbereiteten Gaben. Und der Sinn der Sache ist, man müsste eigentlich die Kommunion nicht austeilen, aber das Volk soll gestärkt werden. Das Kostbarste, das wir haben, womit wir Menschen stärken, speisen können, ist die heiligste Eucharistie. Deswegen wird auch heute an dieser Feier, auch wenn es keine heilige Messe ist, die Kommunion ausgeteilt. Und in dieser Kommunionfeier deutet schon etwas an, was morgen passieren wird, was auch im Alten Testament schon angedeutet ist. Wenn die Pascha-Feier gefeiert wird,
Also das, was Gott dem Volk Israel geboten hat, jährlich zu feiern, da steht es, dass die Israeliten das geopferte Lamm hastig, schnell aufessen sollen. Und diese Schnelligkeit, Hastigkeit, bisschen Überstürztheit ist auch in der Liturgie des Karfreitags zu sehen bei der Kommunion, weil da bringt jemand das Allerheiligste und dann werden ein paar kurze Gebete gesprochen, Kommunion ausgeteilt und eigentlich war es das. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Nach der Kommunion wird das Allerheiligste wieder aus der Kirche hinausgetragen oder an einen Ort in der Kirche gebracht, wo es aufbewahrt wird. Und das war's. Also viel mehr passiert in dieser Liturgie nicht. Die Frage ist, wie man heute beten kann. Ich habe euch schon gesagt, das Eigentliche, was man an diesem Tag tun sollte, ist keine Ahnung zu haben. Weil dieses Geschehen, das was mit Jesus passiert ist, ist unvorstellbar für die meisten von uns. Wir wissen nicht, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Also die meisten von uns. Und man muss nicht klüger tun, als man wirklich ist. Wir müssen nicht so tun, als ob wir verstehen würden, was Jesus für uns wirklich gemacht hat. Wir ahnen es sehr oft, aber so wirklich verstehen, das glaube ich nicht, dass es möglich ist überhaupt. Und in dieser Haltung soll man auch das Gebet verrichten. Das heißt, setz dich vor das Kreuz, das in der Kirche ausgestellt ist, oder bei dir zu Hause vor irgendein Kreuz und schau es an. Und du musst nichts tun, weil all die Worte, die fallen könnten, würden es nicht zu Ausdruck bringen, was da passiert ist. Und sie wären nie richtig. Deswegen vielleicht nicht so viele Worte heute, sondern wachen am Grab, am Kreuz. Ja, und das Zweite, was man beten kann, ich empfehle es wieder, wie gestern, das Johannesevangelium zu lesen, also die Passion, diese zwei Kapitel, ich glaube 15. und 16. aus dem Johannesevangelium, mit wirklich dem Blick darauf, wie Jesus erhöht wird als König und mit dem Blick auf das Kreuz, was da eigentlich passiert. Für wen stirbt Jesus? Welche Worte er dort am Kreuz spricht zu den Seinen? Was mit seinem Leib nach der Marter passiert? Ja, das sind so meine Überlegungen zu dieser Feier. Mehr oder weniger geben sie da, was in dieser Feier passiert, was angedacht ist. Wie du es erleben wirst, hängt von dir ab. Eine wichtige Sache habe ich vergessen, die sollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen. In den meisten Kirchen wird diese Feier am Abend gefeiert. Die eigentliche Zeit, in der diese Feier stattfinden sollte, ist 15 Uhr. Warum? Weil Jesus zu dieser Zeit am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ist es die richtige Zeit. Sie wird oft übersehen und eine andere spätere genommen, weil viele Menschen arbeiten und so weiter. Ich habe das Glück, dass wir bei uns diese Feier wirklich um 15 Uhr feiern. Also wirklich zu der Zeit, in der Jesus am Kreuz gestorben ist. Das verleiht der Feier noch viel mehr Kraft, denke ich. Also, oder das ist so mein Empfinden. Aber das ist die letzte Überlegung. Ich wünsche euch eine gesegnete Feier, eine, die dich eintauchen lässt in das Geschehen am Golgotha. Und sei nicht betrübt, muss nicht traurig sein,
Morgen feiern wir seine Auferstehung von den Toten.